Treu trifft. Thomas Reunert spricht mit Menschen, die was zu sagen haben. Versprechen, die man seinen Zuhörern und Zusehern und Lesern gibt, soll man immer einhalten. Und wir haben uns bei unserem letzten Gespräch ja mit Dr. Magnus Heyer verabredet. Da haben wir schon sehr viel über das Hirn an sich gesprochen. So, und jetzt ist natürlich die Geschichte, die uns alle immer beschäftigt ist, wie kann man diesen Apparat möglichst störungsfrei in Schwung halten oder, wenn es schon hakt, möglicherweise auch in Schwung bringen? Oder sind gewisse Dinge eigentlich völlig normal, wenn sie dort passieren? Und deswegen freue ich mich auf unser Fortsetzungsgespräch zu dem Thema. Herzlich willkommen, Herr Dr. Magnus Heyer. Ich grüße Sie, hallo. Alle wollen alt werden. Keiner will es sein, lautet eine gern zitierte Volksweisheit. Aber immer mehr Menschen sind alt. Die Lebenserwartung in Deutschland ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts um fast 35 Jahre gestiegen. Hat unser Gehirn diese Entwicklung eigentlich mitbekommen? Unser Gehirn hat die Entwicklung sehr wohl mitbekommen. Wenn Sie Bilder von früher sehen und dort alte Leute sehen und Sie gucken dann irgendwie auf die Daten, dann stellen Sie fest, dass die uralten Leute, die Sie da sehen, 60, 70 Jahre sind. Und wir haben uns ja mittlerweile daran gewöhnt, dass die uralten Leute unserer Gegenwart 90 oder 100 sind. Also wir haben gerade den 100. Geburtstag eines Verwandten gefeiert. Und der ist körperlich ziemlich und geistig vollkommen fit. Unser Gehirn hält das aus. Unser Gehirn ist vielleicht nicht dafür konstruiert, aber unser Gehirn schafft es ohne weiteres 100 Jahre durchzuhalten, wenn wir richtig mit ihm umgehen. Wächst es, also jetzt nicht räumlich oder vom Gewicht her, aber wächst es am Ende an seiner Aufgabe? Ja, es wächst an seiner Aufgabe und es schrumpft an seiner Nichtaufgabe. Wenn Sie das Gehirn eben ausdrücklich nicht herausfordern, dann schrumpft es nicht räumlich, natürlich nicht. Aber dann ist es einfach so, dass es in seiner Kraft, in seiner Fähigkeit einfach nachlässt. Wenn ich das so banal sagen darf, es ist wie jeder andere Muskel auch. Wenn Sie einen Arm in der Schlinge haben, weil Sie sich den Arm gebrochen haben, dann können Sie dabei zuschauen, wie die Muskeln dünner werden, wirklich dünner werden. Ich hatte mal eine Verletzung am Knie. Es war erschütternd, wie schnell der Oberschenkel schwach und dünn wurde. Und natürlich ist das Gehirn kein Muskel, aber es funktioniert im Kern genauso. Wenn Sie das Gehirn niemals herausfordern, wenn Sie sich mit Bildzeitung und Strandurlaub genügen, dann wird das auch im Alter nichts. Ich frage jetzt, bevor wir nochmal jetzt dann also richtig die Sache ernst angehen, frage ich erst mal in eigenem Interesse was. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es in meinem Kopf eigentlich noch ziemlich rund läuft, auch wenn viele was anderes sagen dazu. Allerdings fallen mir manchmal ganz spontan Namen von Leuten, die ich eigentlich gut kenne, fallen mir in dem Moment ums Verrecken nicht ein. 2 Stunden später ist der Name wieder da. Aber in dem Moment, wo ich mich erinnern will, wie der Mann heißt oder wie die Frau heißt, weiß ich es nicht mehr. Ist das der Anfang vom Demenzende? Nein. Und zwar ausdrücklich nein. Und zwar ganz bestimmt nein. Ich kann Ihnen versichern, dass wenn Sie sich die Mühe machen würden, ich glaube, man wird im Alter nicht dem, also natürlich gibt es Demenz und natürlich nimmt die Demenz zu. Übrigens nimmt die Demenz nicht zu in relativen Zahlen. Wir haben mehr demente Menschen in der Gegenwart als jemals zuvor in Deutschland zum Beispiel. Aber das hängt damit zusammen, dass wir einfach älter werden und Alter ein Risikofaktor für Demenz ist. Umgekehrt, das individuelle Risiko sinkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit 70, mit 80, mit 90, mit 100 Jahren heute eine Demenz haben, wenn Sie 90 sind, ist geringer, als das Risiko war vor 20, 30 Jahren. Wir wissen überhaupt nicht, warum das so ist. Wir haben Vermutungen. Aber das individuelle Risiko sinkt. Ihr Risiko steigt nur deswegen, weil Ihr, in Anführungsstrichen, Risiko, alt zu werden, steigt. Und damit eben auch das Demenzrisiko. Fangen wir erstmal mit einer guten Nachricht an. Ich habe gelesen, dass im Alter, wir denken ja immer, dass Hirnzellen im Alter absterben. Aber ich habe jetzt mittlerweile erfahren, wir produzieren sogar frische Ware, frische Denkware. Ich rede jetzt noch nicht von diesen Verbindungen untereinander. Aber zunächst mal, die Zellen sind durchaus Elemente, die im Kopf oder im Gehirn nachwachsen. Ja, und noch viel besser. Wir produzieren sie nämlich genau dort, wo wir sie brauchen, was nicht überraschend ist. Wir produzieren sie vor allen Dingen im sogenannten Seepferdchen, dem Hippocampus. Das ist die Zentrale, wir haben 2 davon im Kopf, eine rechts, eine links. Im Prinzip haben wir auch 2 Gehirnhälften im Kopf. Und
Das ist genau die zentrale Steuerungseinheit für Gedächtnis und Erinnerung. Und genau da produzieren wir Zellen. Und das ist ja mal eine gute Nachricht. Parallel dazu habe ich alles natürlich gelesen, der Verlust von Synapsen, also Verknüpfung im Kopf, beginnt schon im jungen Alter. Bereits mit 20 Jahren verliert das Gehirn alle 10 Jahre, je nach Hirnregion, bis zu 10% dieser wichtigen Kontaktstellen. Gilt das für uns alle oder ist das auch Veranlagungs- und Trainingssache? Naja, also wir verlieren 10, die Zahl halte ich, also die habe ich A noch nicht gehört und B halte ich sie für sehr stark übertrieben. Ich kann dem aber nicht qualifiziert widersprechen. Nur, ich weiß, dass wir jeden Tag, also anders gesagt, stellen Sie sich unser Gehirn wie eine riesengroße Baustelle vor. Da wird wirklich an allen Ecken und Enden permanent gebaut. Da werden Straßen abgerissen und da werden Straßen neu gebaut. Und wenn Sie Ihr Gehirn fordern, dann werden eben einfach mehr Straßen neu gebaut. Man kann das sogar sehen, man kann das mikroskopisch sehen. Man kann sehen, dass es neue Verbindungsstellen gibt, immer wieder neu. Und das können wir trainieren, das können wir einfach, die Fähigkeit ist da, wir müssen sie nur nutzen. Insofern ist die Botschaft überhaupt nicht, dass wir schon mit 20 Jahren anfangen, Synapsen abzubauen. Die Botschaft ist eher, dass wir noch mit 80 Synapsen aufbauen können, wenn wir es denn entsprechend tun. Das Kurzzeitgedächtnis und die Fähigkeit, Neues zu lernen, sind ja wohl in der Regel am ehesten betroffen, wenn es rückwärts geht. Warum ist das so? Das hängt damit zusammen, dass wir zunächst einmal neue Gedächtnisinhalte über dieses genannte Seepferdchen, über diesen Hippocampus, über diesen zentralen Arbeitsspeicher abspeichern. Und wenn die Erinnerungen so ungefähr ein halbes Jahr alt sind, dann sind sie nicht mehr von dieser einen Station abhängig, sondern sind in das Gehirn quasi eingebrannt. Wir können uns Dinge aus der frühen Vergangenheit, aus der Kindheit, aus der Schulzeit, aus der Grundschulzeit, Bonbons auf dem Weg zum Schulweg oder so, erinnern, fast egal was passiert. An diese Erinnerung kommt eigentlich nichts mehr dran. Sollten wir dement werden, ist es so, dass eben die Frischerinnerungen zuerst beschädigt werden, weil dieses sehr empfindliche System dort geschädigt wird. Alte Erinnerungen sind unfassbar stabil. Neue Erinnerungen sind es nicht. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, ich erinnere mich an immer mehr Geschichten, aber immer weniger daran, wen ich sie schon erzählt habe. Das spiegelt das im Kern wider. Ja, das heißt also, betroffen ist im Prinzip so das, was man so den Arbeitsspeicher nennt, wahrscheinlich. Genau. Ne? Das ist, oder diese, genau. Das Arbeitsgedächtnis. Der Arbeitsspeicher ist die Instanz, die neue Erinnerungen zum einen speichert, aber das ist nicht alles. Sie bearbeitet sie. Es heißt ja auch Arbeitsspeicher im Prinzip. Erinnerungen werden nicht so abgelegt, wie wir sie mal gemacht haben. Erinnerungen werden immer, immer wieder überarbeitet. 2 Monate, 4 Monate, 6 Monate, 8 Monate lang, bevor sie endgültig abgespeichert werden. Das Charmante dabei ist, sie werden verbessert für uns. Das Charmante ist, da wir in dem Sinne unser eigener Regisseur sind, sind wir in unseren eigenen Geschichten auch irgendwie weniger peinlich, als wir es in Wirklichkeit waren. Wir verändern sie. Wer ist denn der Veranlasser dieser Überarbeitung? Naja, Sie sind Ihr Gehirn. Sie sind der Veranlasser. Zwar ein Teil des Gehirns ist der Veranlasser, aber am Ende sind es Sie selber. Aber es ist kein bewusster Vorgang, den Sie steuern können. Wenn Sie sich an irgendeine Jugendliebe erinnern, dann sind Sie in Ihrer Erinnerung weniger peinlich, als Sie in der Erinnerung Ihrer Jugendliebe sind. Wahrscheinlich. Also, wenn ich mir das überlege, ich habe mich auf irgendeiner Familienfeier vor vielen, vielen Jahren, habe ich mich von mir aus daneben benommen, dann versucht das Gehirn das im Laufe der Zeit, um mich zu schützen oder weiß ich nicht, unbewusst versucht das ein bisschen gerade zu bügeln. Also irgendwann 20 Jahre komme ich zu dem Ergebnis, das war gar nicht so schlimm, wie ich mich damals benommen habe. Zu dem Ergebnis kommen Sie nach spätestens 6 bis 12 Monaten und der Rest stimmt. Das war gar nicht so schlimm, wie Sie sich damals benommen haben. Aber Sie dürfen nicht die anderen fragen, weil in deren Erinnerung werden ja wiederum nicht Ihre Handlungen pastellfarbiger gemalt, sondern die eigenen. Also insofern verlassen Sie sich auf die eigene Erinnerung und lassen Sie sie nicht durch die anderen, sagen wir mal, in Grund und Boden reden. Nun gönnt man sich ja gerade, wenn man sich gerne mal so zurücklehnen will und erinnert sich an alte Zeiten, gönnt man sich gerne auch mal abends ein gutes Schlückchen, weil man das sich auch verdient hat im Laufe der vielen Jahre, die man gelebt hat. Das ist für die Seele bestimmt gut, aber dem Kopf und dem Hirn tut es bestimmt nicht so gut, oder?
Das ist hoch umstritten und dazu kann ich keine abschließende Meinung abgeben, denn es gibt Studien, es gab immer und es gibt immer noch Studien, die von einem leicht positiven Effekt, zum Beispiel von Rotwein, verkünden. Da geht es um einen Inhaltsstoff namens Resveratrol, wie auch immer. Mein Lehrer hat damals gesagt, und ich habe es nie nachgeprüft, dass tatsächlich eine oder mehrere dieser Studien von der Stadt Bordeaux finanziert worden seien. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Lustig ist es alle Male. Wir sind sicher, dass ein exzessiver Alkoholkonsum schädlich ist. Wir sind nicht sicher, ob ein leichter Alkoholkonsum schädlich ist. Ich würde aber bezweifeln, dass er tatsächlich für das Gehirn nützlich ist. Sicher weiß ich es aber am Ende nicht. Also bei den Rotweingeschichten habe ich auch speziell gelesen in der Vergangenheit, dass man davon ausgeht, wenn das wirken soll, brauchte man solche Mengen Rotwein, dass am Ende man vielleicht sich daran erinnert, aber trotzdem mehr oder weniger bewusstlos vom Stuhl fällt. Also das kann, glaube ich, nicht gut sein. Ich bin auch skeptisch. Sie dürfen nicht vergessen, das Prinzip von Studien ist ja, Sie machen Studien und es steht Ihnen frei, welche der Studien Sie veröffentlichen. Und wenn ich tatsächlich mehrere Studien habe und einige passen mir nicht in den Kram, dessen, was ich eigentlich erwartet oder erhofft habe, steht es mir frei, sie nicht zu veröffentlichen. Also insofern, auch bei Studien muss man am Ende etwas skeptisch sein. Dem hingegen steht die körperliche Betätigung im Ruf, den Verlust von Nervenzellen, gerade auch in jenen Gehirnregionen zu verlangsamen, die am Gedächtnis beteiligt sind. Stimmt das? Ja, und zwar, wir wissen auch gar nicht, warum. Es geht wahrscheinlich auch, aber nicht nur um die objektiv natürlich verbesserte Durchblutung im Moment des Sports. Es geht wahrscheinlich um mehr, aber wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, um was. Sport ist auf jeden Fall gut für Hirn und gut für Gedächtnis. Wobei auch da wahrscheinlich aber doch die Maßgabe ist, dass nicht unbedingt mehr wirkt. Also ich muss mich jetzt nicht in der Muckibude anmelden und muss ununterbrochen Gewichte stemmen, in der Hoffnung, dass das meine Denkleistung erhöht, sondern der lange Spaziergang oder der, ich will jetzt nicht sagen, der Waldlauf, aber das Bewegen an frischer Luft, übt das da auch schon einen positiven Zweck aus oder muss ich mich anstrengen? Muss ich schwitzend und muss keuchend am Ende im Sessel sitzen? Also es widerspricht unserer beider Intuition und vielleicht auch Hoffnung, dass man in der Muckibude was fürs Gehirn tut. Ich würde dem aber nicht wirklich unbedingt, nicht qualifiziert widersprechen können. Ich könnte mir vorstellen, also wenn Sie Anabolika nehmen, dann hört es auf, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Art von Sport durchaus hilfreich für Körper und Geist ist. Aber es ist natürlich richtig, wenn ich einen Sport empfehlen würde als Neurologe, dann wäre das tendenziell nicht irgendwie eine Höchstleistung am Wochenende. Also mir wäre es lieber, wenn Sie nicht am Wochenende jeweils einen doppelten Marathon laufen, sondern wenn Sie jeden Tag ein Drittelmarathon laufen würden. Also lieber Sport lieber nicht am Stück, sondern in Scheiben. Nicht klotzen, sondern kleckern. Das wäre das, was neurologisch sinnvoll wäre. Nächste Frage, die finde ich also persönlich auch ganz, ganz spannend. Und zwar habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass Altersweitsichtigkeit, grauer Star und Schwerhörigkeit es dem Gehirn schwer machen, aus den Informationen aus der Umwelt etwas rauszufiltern. Und das Gehirn ist im Prinzip gezwungen, sich sehr viel zusammenzureimen dabei. Und das macht das Ganze, die Lage, so ein bisschen unklar. Und daraus habe ich für mich die Frage abgeleitet, haben Brille und Hörgerät positiven Einfluss auf die Hirnleistung? Naja, nun, also zunächst einmal nehmen wir die Umwelt wahr durch Brille und Hörgerät. Und wenn wir aus Eitelkeit eins von beiden oder beide ablehnen, dann ist das ja schon ein Indikator dafür, dass wir nicht übermäßig klug sind. Aber es gibt eine für mich sehr erstaunliche, aber wirklich hart bewiesene Untersuchung oder Beobachtung, die darin besteht, dass Schwerhörigkeit ein erheblicher Risikofaktor für Alzheimer oder überhaupt für Demenz ist. Das hat mich irritiert, weil ich mir nicht herleiten kann, woher das kommt. Aber es ist ganz offensichtlich so, dass jemand, der schwerhörig ist, noch mehr als jemand, der kurz- oder weitsichtig ist, einfach an Kommunikation nicht mehr richtig teilnehmen kann und dass er dadurch einfach, dass die fehlende Kommunikation ein Demenzrisiko ist. Es ist nachgewiesenermaßen so, dass das Demenzrisiko durch Schwerhörigkeit erheblich höher ist. Und das sollte uns dazu führen, im Zweifel uns wirklich für ein Hörgerät zu entscheiden. Hilft es im Alter tatsächlich noch, Klavierspielen zu lernen oder von mir aus auch noch Japanisch?
Also irgendetwas Neues dazu zu lernen und etwas, was möglichst auch, was ich noch nicht gemacht habe und was möglichst auch wirklich kompliziert ist und was mich fordert? Ja. Ich kann dem eigentlich fast nichts hinzufügen, weil genau so ist es. Also, Sie haben alle Faktoren genannt. Erstens, kann ich im Alter noch was lernen, was Neues? Ja. Sollte ich es tun? Auf jeden Fall ja. Sollte ich etwas lernen, was ich bisher nicht, etwas Neues, etwas völlig Neues, eine Herausforderung? Ausdrücklich ja. Und wenn Sie werden im Alter eben, Sie trainieren das, was Sie dann im Alter gut können. Es gibt keine Umweg. Sie profitieren nicht indirekt von. Also wenn Sie Sudoku spielen, dann werden Sie im Alter gut in Sudoku sein, aber eben nur im Sudoku. Es gibt dann keinen Effekt auf Namensgedächtnis oder so. Insofern müssen Sie all diese Dinge einzeln trainieren und insofern empfehle ich herausfordernde Dinge, neue Dinge. Ja, lernen Sie Japanisch, wenn Sie sich das zutrauen. Probieren Sie es einfach aus. Scheitern ist ja möglich und nicht schlimm. Und die größte Herausforderung ist schlicht und einfach Kommunikation, die umfassendste Herausforderung. Ich kann nur empfehlen, lernen Sie Leute kennen. Sprechen Sie mit Leuten, gehen Sie auf Vorträge, am besten auf meine, aber eben zur Not auch auf andere. Gucken Sie Filme in der Originalsprache, von mir aus mit Untertiteln. Stellen Sie sich neuen Situationen und Sie werden davon massiv profitieren. Es gibt, ich muss das an der Stelle zitieren, weil es einfach zu schön ist, um wahr zu sein. Es gab eine Nonnenstudie. Vielleicht habe ich das schon erzählt, keine Ahnung. Es gab eine Nonnenstudie. Nonnen nimmt man gerne, weil Nonnen in ihrer Lebensart vergleichbar sind. Man muss da nicht Untergruppen bilden. Und die Nonnenstudie bestand darin, dass diese Nonnen alle 6 Monate einen kognitiven Test gemacht haben, also einen Test ihrer Hirnfunktion sozusagen. Und nach ihrem Tode hat man jeweils das Gehirn obduziert. Und es gab eine Nonne, die war immer unauffällig in ihren Tests, die war immer normal. Und nach ihrem Tode hat man festgestellt, sie hatte einen fortgeschrittenen Alzheimer. Ihr Gehirn war zu nicht unerheblichen Teilen schlicht kaputt. Und keiner hat es gemerkt. Nicht nur sie hat es nicht gemerkt, das wäre eine billige Pointe, sondern die anderen auch nicht. Sie hat ganz normal funktioniert. Warum? Sie war Lehrerin. Sie war bis zum Schluss Lehrerin. Und diese Herausforderung mit Schülern hat einfach dazu geführt, dass offensichtlich ihr Gehirn diese Schäden durch Umleitungen überwunden hat. Das ist die große Chance, die wir haben. Insofern gibt es tatsächlich eine Vorbeugung zur Demenz. Und sie ist ganz schlicht, benutzen Sie Ihr Gehirn so vielfältig wie möglich, so intensiv wie möglich. Nicht auf dem Sofa, sondern möglichst auf dem Sportplatz, aber stellen Sie sich neuen Herausforderungen. Aber wenn ich jetzt plötzlich mit 70 oder was weiß ich nicht, 75 feststelle, ich kann eigentlich, ich habe sogar Talent zum Klavierspielen, dann frage ich mich, warum hat das Gehirn mir eigentlich nicht schon vorher signalisiert, mein Junge, sollen wir nicht mal zusammen Klavier spielen? Das heißt also, warum ist dieser Impuls nicht irgendwie unbewusst in mir schon viel eher hochgekommen? Das kann ich hier nicht beantworten. Aber am wahrscheinlichsten ist, dass dieser Impuls schon ein paar Mal in Ihr Leben trat, dass Sie aber einfach nicht hingehört haben. Gutes, regelmäßiges Essen kommt der Hirnleistung zugute. Das ist ja auch eine angenehme Erkenntnis, weil das Gehirn zwar nur 2% der Körpermasse ausmacht, aber immerhin 20% der Energie auffrisst. Stimmt das so oder habe ich mir das jetzt, weil ich das hoffe, so vorgestellt? Also die Zahlen stimmen. Was ja auf erstaunliche Weise zeigt, wie unglaublich energieaufwendig Denken ist. Ja. Das Gehirn macht ja nichts, was man so irgendwie äußerlich sehen kann. Das Herz pumpt, das ist Schwerstarbeit, meine Muskeln tragen mich durch die Gegend. Das ist Schwerstarbeit, das Gehirn denkt nur und verbraucht eben viel mehr, als man aufgrund der Kleinheit des Gehirns vermuten würde. Jetzt ist es aber so, ich glaube, wenn man einen Tipp hätte von wegen Essen, gut essen, was heißt gut? Vielfältig essen, ja ganz sicher, aber am Ende essen wir vermutlich alle viel zu viel zu viel. Also es wäre wahrscheinlich sinnvoll, die schiere Menge von Kalorien zu reduzieren, nicht nur bei einer Diät, sondern grundsätzlich. Das fördert, soweit ich weiß, auch die Denkleistung. Jetzt elektrisieren uns ja mittlerweile alle Formen von Nahrungsergänzungsmitteln, die es ja gibt für alles Mögliche. Es gibt ja kein Problem in diesem Körper, was nicht durch ein Nahrungsergänzungsmittel zumindest im Grundsatz kuriert werden könnte. Und auch die Liste der Stoffe, die also angeboten werden, die also die Hirnleistung, die Gedächtnisleistung und sonst wie erhöhen. Ob das nun Ginseng ist oder ob es irgendwelche anderen Dinge sind.
Gibt so etwas eigentlich wirklich oder greift man da einfach auf Wirkstoffe zurück, die vielleicht im Ruf stehen, besser irgendwas zu durchbluten oder so, aber die jetzt wirklich mit unserer Gehirnleistung, mit Gedächtnis oder sonst wie nichts zu tun haben? Die Frage kann ich ja nur beantworten mit dem Risiko, dass ich irgendwann einen Anwalt auf der Matte stehen habe. Tue ich aber trotzdem. Ich kann Ihnen natürlich zum Beispiel ein Rezept ausstellen für Ritalin. Ritalin ist dieses bekannte Medikament, was Kindern, unruhigen Kindern zu mehr Konzentration verhilft, wie auch immer. Sie werden auch, wenn Sie Ritalin einnehmen, merken, dass Sie sich besser konzentrieren können. Es ist aber nicht so, dass Sie sich besser konzentrieren können, sondern Sie werden die Illusion haben, dass Sie sich besser konzentrieren können. Es hilft objektiv nicht. Nicht bei Gesunden, wohlgemerkt. Bei Kindern kann man sich sehr trefflich darüber streiten, bei Kindern, die betroffen sind. Bei normalen, gesunden Menschen hat es keine Relevanz. Und die gesamten Nahrungsergänzungsmittel, sei es, dass sie in der Apotheke sind, die Apotheker lieben diesen Wirtschaftszweig, sei es im Supermarkt, wo sie ja keinen Fruchtsaft mehr kaufen können, ohne dass sie belästigt werden mit Folsäurezusatz, Zinkzusatz, Selenzusatz, weiß der Teufel was, Zusatz. All diese Dinge sind völlig überflüssig oder zum Teil sogar gefährlich, wenn sie überdosiert sind, wenn wir uns normal gemischt ernähren. Bei einer normalen, durchschnittlichen Ernährung können wir auf all diese Dinge verzichten. Nichts von diesen Sachen wird uns auch nur irgendeinen Nutzen bringen in Bezug auf den Denkapparat. Also auch nicht irgendwie, dass Prozesse verlangsamt werden oder sich verlängern. Weiß ich nicht. Es gibt Nein. viele Möglichkeiten oder viele Hoffnungen, die dahinter stecken. Im Prinzip entwickelt sich das Gehirn ganz von alleine, bis auf die Einflüsse, die ich ihm geben kann, also durch Fördern und Fordern zum Beispiel. Ja, die unangenehme Nachricht eben, wir kriegen es nicht zum Nulltarif. Also wenn Sie Japanisch lernen wollen, dann wird das sehr anstrengend. Unangenehmerweise übrigens viel anstrengender als potenziell bei Ihren Enkeln oder so. Aber es ist möglich. Ein Freund von mir hat an der Uni Hamburg Senioren das Jonglieren mit drei Bällen beigebracht. Alle haben es gelernt. Und dann hat man hinterher im Kernspin festgestellt, dass das Gehirn an ein paar entscheidenden Stellen wirklich hauchdünn gewachsen war. Wir können in jedem Alter dazu lernen. Aber es ist anstrengend. Es wäre einfacher, eine Tablette zu nehmen oder einen Saft zu trinken. Diese Anstrengung kann ich Ihnen nicht nehmen. Das müssen Sie auf sich nehmen. Aber wenn Sie wirklich was tun wollen für Ihr Gehirn, dann melden Sie sich zum Studium an, Seniorenstudium. Kann man machen. Die Leute haben uns früher total genervt, weil die hatten Zeit, die saßen in der Vorlesung immer in Reihe 1 und wir kamen eben auf den letzten Drücker und die ersten Plätze waren immer schon besetzt. Aber ich glaube, ich mache das heute auch, also später, weil es einfach gut tut und die Kontakte sowieso. Ist der Mittagsschlaf eigentlich für das Gehirn gesund? Wahrscheinlich ja. Also es spricht viel dafür, dass Schlaf, wenn wir es in nicht am Stück, sondern in mehreren Etappen machen, dass das tatsächlich die Hirnfunktion fördert und auch die körperliche Funktion und auch das Gedächtnis und auch das Immunsystem fördert. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe gelesen, dass Ronaldo, das ist ja der Mann, der wohl der perfekteste Körperverbesserer auf der ganzen, in der Weltgeschichte ist, der nichts tut, was nicht seinem Körper nützt, dass Ronaldo tatsächlich in mehreren Etappen schläft, nach einem ganz strengen Plan. Aber es ist wahrscheinlich wirklich klug, mittags eine halbe Stunde oder so zu schlafen. Nicht länger, aber eine kurze Zeit. Viele ältere Menschen klagen ja auch über Schlafstörungen im Alter. Ist das etwas, tut sich das Gehirn schwer abzuschalten, dass das also den Körper nicht runterfahren kann? Oder ist das irgendeine andere, nervöse Störung oder wie auch immer? Kann ich Ihnen nicht beantworten. Es hängt unter anderem auch mit der sogenannten Schlafhygiene zusammen, also mit Marotten, die man sich angewöhnt hat. Also wenn Sie zum Beispiel einen Fernseher im Schlafzimmer haben und wenn Sie dann immer Rambo 7 vorm Einschlafen gucken, dann werden Sie dadurch alleine nicht richtig einschlafen können. Ältere Leute machen oft auch den Fehler, dass sie sozusagen glauben, sie müssten eine bestimmte Zeit schlafen. Und dann eben diese Zeit zu erzwingen versuchen. Aber es ist eben so, dass ältere Leute tendenziell eher kürzeren, also weniger Schlaf brauchen. Und wenn sie um 11 ins Bett gehen und nicht einschlafen können, ja, dann gehen sie eben um 12 ins Bett. Und also ich zum Beispiel liebe es als Einschlafhilfe, also ich kann in der Regel schlafe ich vom Fleck weg ein, aber
wenn das mal aus irgendwelchen Gründen nicht geht, mache ich mir einen Knopf ins Ohr, also einen Kopfhörer, und dann höre ich einen Podcast, also irgendwie so einen Podcast wie Das war der Tag vom WDR, und dabei schlafe ich zuverlässig ein. Ich kann mich am nächsten Tag immer nur an das erste Thema erinnern. Ja. Also es gibt einfach Tricks jenseits der Tabletten und auch jenseits der Verzweiflung. Wenn Sie nachts aufwachen, ja, dann lesen Sie halt, dann schlafen Sie von alleine wieder ein. Das Allerschlimmste ist halt der Versuch, ich muss 8 Stunden schlafen, und wenn es nicht geht, es muss einfach gehen. Und dann drehen Sie sich die ganze Nacht um, weil Sie verzweifelt nicht einschlafen können. Wenn Sie stattdessen einfach aufstehen oder im Liegen lesen oder so und es akzeptieren, ist es wahrscheinlich sehr viel effektiver. Ist das, was wir die ganze Zeit besprochen haben, also Japanisch lernen, Klavier lernen, von mir aus auch auf den Sportplatz gehen, Sudoku machen, ist das alles das, was so landläufig in den Fernsehzeitungen unter Gehirnjogging zusammengefasst wird, oder ist das wieder noch wieder was anderes? Nein, faktisch ist ja genau das Gehirnjogging. Es gibt natürlich spezielle Kurse für Gehirnjogging, es gibt spezielle Techniken für Gehirnjogging. Aber das braucht man im Kern gar nicht. Es geht einfach nur darum, sich irgendwelchen Herausforderungen zu stellen und das dann eben auch konsequent durchzuziehen. Es geht einfach nur darum, nicht sofort aufzugeben. Es geht darum, die Konzentrationsfähigkeit zu steigern. Wir sind ja mittlerweile also schwer in der Lage, uns über längere Zeit zu konzentrieren, weil wir einfach kurze Handy-Bits und Bytes gewöhnt sind, weil wir einfach nicht mehr ertragen, irgendwie eine Pause zu haben und den Gedanken nachzuhängen. Also sobald wir an irgendeiner Bushaltestelle stehen, zücken wir die Handys, weil wir es nicht mehr ertragen, einfach nur in den Himmel zu gucken und nichts zu tun. Was übrigens ein sehr, sehr produktiver Zustand wäre, wenn man es denn zuließe. Wir haben im Gehirn ein eigenes Netzwerk für Nichtstun. Das ist aber natürlich nicht fürs Nichtstun gemacht, sondern für den Moment, wo wir keine Aufgaben lösen müssen. Und ihr sogenannte Default Mode Network, dieses Nichtstun-Netzwerk im Gehirn, ist einfach sehr kreativ. Wenn Sie Kreativität zulassen wollen, dann tun Sie einfach mal nichts. Das ist das Beste, was man tun kann. Oder Sport, weil da müssen wir uns auch nicht konzentrieren, sondern wir joggen einfach nur doof durch den Wald, und auch dabei kommt man dann auf gute Gedanken, weil man im Grunde ja gedanklich erstmal nichts tut, außer den linken von den rechten Fuß zu setzen und umgekehrt. Letzte Frage von mir für heute. Wie hängen Gehirnaktivität und Charakter zusammen? Ich frage das deshalb aus ganz aktuellem Grund. In Deutschland beginnt ja gerade diese fröhliche Diskussion, wenn man geimpft ist, was darf man dann? Die einen sagen, ich mache da nichts und bin solidarisch mit denen, die noch nicht geimpft sind. Die anderen, die geimpft sind, die sagen, Moment, jetzt kann ich aber loslegen hier. Und ob die anderen geimpft sind, interessiert mich überhaupt nicht. Ist ja letztendlich so Neiddiskussion, all so etwas, ist ja letztendlich auch Charakterfragen-Diskussion. Jetzt würde ich ja sagen, das Gehirn in seiner Grundkonstellation, in seiner chemisch-biologischen Grundkonstellation, ist ja wahrscheinlich bei allen erstmal gleich. Wie kommt es dazu? Wie kommen Sie denn zu dieser steilen und gewagten These? Ja, hätte ich mir jetzt mal so vermutet, dass zunächst mal der Schaltplan als solcher, die Technik, die da drin sitzt, die ist doch wahrscheinlich mehr oder weniger gleich, oder nicht? Aber nein. Sie kommen ja nun als genetisches Mischmodell zwischen Ihren Eltern auf die Welt. Okay. Und natürlich unterscheiden Sie sich damit erheblich schon von Ihren Geschwistern, geschweige denn von Nichtverwandten. Erheblich. Und natürlich kommen Sie nicht wie ein weißes Blatt Papier auf die Welt. Dieses Blatt, das Sie im Kopf haben, ist zu erheblichen Teilen schon beschrieben. Und es wird dann weiter beschrieben, immer enger beschrieben. Aber sie kommen natürlich nicht unbeschrieben auf die Welt. Und insofern ist der Charakter keine Ausformung, die erst anfängt, wenn sie anfangen, sich mit anderen Kleinkindern um einen Bauklotz zu streiten. Nein, nein, der ist schon, da sind schon erhebliche Teile vorgegeben. Aber ja, okay, verstehe ich. Und so Kontrollmechanismen, die dann sagen, pass mal auf, mein Junge, so darfst du aber nicht werden oder so darfst du nicht denken, das ist natürlich wieder in dem normalen chemisch-physikalischen Bausteingehirn so nicht drin. Das ist dann wieder eine Ausprägung, die sich durch Synapsen ergibt, richtig? Alles, das erklärt ja nichts. Alles, was wir tun und alles, was wir unterlassen, alles, was wir fühlen und alles, was wir nicht fühlen, unser Verhalten zu anderen und uns selber gegenüber, ist natürlich in letzter Konsequenz eine Folge von Synapsen, von Strömen, von Entscheidungen im Gehirn. Aber das erklärt ja nicht, wie sie entstehen.
Also wie stark wir uns unter Kontrolle haben oder nicht unter Kontrolle haben, wie stark wir neidisch sind oder nicht oder altruistisch sind und andere in den Vordergrund stellen, das ist eine Frage des Charakters. Aber den Charakter, der ist zu kompliziert, um sie jetzt auf kurzem Wege sozusagen aus dem Gehirn heraus abzuleiten. Das können wir nicht. Dazu verstehen wir auch noch viel zu wenig. Warum wir uns charakterlich unterscheiden, das kann ich im Kernspin nicht sehen. Ich kann sie in die Röhre schieben, ins Kernspin. Aber ich kann daran nicht erkennen, ob sie ein liebenswerter Mensch sind oder ein, wie sagt man im Öffentlich-Rechtlichen, also jedenfalls ein nicht liebenswerter Mensch. Ja. Das ist nicht erkennbar in der Form. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehen wir in der Hirnforschung oder im Verstehen von Prozessen? Gute Frage. Ich würde schätzen, also die Zahl ist natürlich ein bisschen willkürlich, ich würde schätzen, wir sind bei 5, aber wir werden die 10 nie erreichen können und schon aus Prinzip nicht. Auf der Skala von 1 bis 10, 10 heißt, wir verstehen unser Gehirn. Mögen wir bei 5 sein und wenn wir fertig sind mit aller Forschung, die jemals gemacht werden kann, dann sind wir bei 9, aber bei 10 sind wir nie. Und das ist das Reizvolle am Gehirn. Aber mit unserem Gespräch sind wir für heute bei 10 und dafür bedanke ich mich einmal mehr. Und ich denke, bin mir relativ sicher, also wo ich mich erstmal drüber freuen würde, ist, wenn man wieder ein paar Leute zusammenbringen kann, wenn ich Sie in Iserlohn zu einer Lesung begrüßen dürfte, denn es wird mit Sicherheit mittlerweile eine ganze Reihe von Fans geben, die ganz gerne mal wissen möchten, wie dieser Haier denn ab Schulterblatt abwärts aussieht und was sich da für ein Mensch hinter verbirgt. Und dann mit Sicherheit gerne auch mal so etwas machen, wo wir dem Publikum Gelegenheit geben, mit Ihnen in den Dialog zu treten. Denn da sind so viele Fragen, die ich gar nicht stellen kann, die mir wahrscheinlich auch gar nicht einfallen, die vielen anderen Menschen einfallen. Und wenn das wieder geht, sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Und dann würde ich mich freuen, wenn es uns gelingen würde, unsere Leserschaft auch Richtung 5 zu bringen, was Ihr Verständnis anbelangt. Danke für das Gespräch. Ich würde mich sehr ausdrücklich freuen, wenn das irgendwann mal nicht allzu langfristig klappt. Wenn mir irgendetwas fehlt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, dann ist es nicht der Urlaub und es ist auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, der Fußballplatz, es ist die Kommunikation. Es ist extrem deprimierend, nicht mehr so viele Leute treffen zu können wie sonst. Das ist das, was ich am meisten vermisse und das ist auch das, was sozusagen unser Gehirn natürlicherweise am meisten vermisst. Kommunikation, einfach der Umgang mit anderen, sich auf andere einzustellen. Das ist das, was endlich wieder passieren sollte. Würde man das sehen im MRT, dass unser Kommunikationszentrum langsam aber sicher verkümmert, dass das nicht gefordert wird wie sonst? Glaube ich nicht. Und zwar deswegen nicht, weil Kommunikation, und das ist ja das, was sie so wichtig macht, ein so vielfältiger Vorgang ist. Also das, was ich erzählt habe mit den jonglierten Bällen, das ist ja etwas, da können Sie ein kleines Zentrum, motorisches Zentrum angucken. Und genau dahin fokussiert sich das. Oder wenn Londoner Taxifahrer, die als die Gedächtniskünstler schlechthin gelten, weil London eine grauenhafte Stadt ist, also eine wunderbare Stadt, aber mit grauenhaft unlogischen Straßennamen, Kreuzungen und riesengroß das Ganze. Sie können bei den Leuten tatsächlich erkennen, dass dieser genannte Hippocampus wächst vor der Prüfung, weil die so unfassbar viel lernen müssen. Dieses Seepferdchen wird größer, beide. Seepferdchen. Wohingegen etwas wie Kommunikation ein Vorgang ist, der viel größere Teile des Gehirns beinhaltet. Und insofern, dass das gesamte Gehirn sich plötzlich aufbläht, das ist dann trotz allem nicht zu erwarten. Nach Gesprächen mit Ihnen habe ich immer das gute Gefühl, dass mein Hippocampus wieder ein Stückchen gewachsen ist und ich hoffe, das bleibt noch lange so. Danke, Herr Dr. Ich danke Ihnen.